Color Projects Fans, aufgepasst! In der Version 5 haben wir Color Projects ein echtes Photoshop-Filter-Plugin spendiert. Und so funktioniert das Ganze. Als erstes solltet ihr wie üblich bei Photoshop die Ebene duplizieren, auf der ihr dann später arbeitet. Dem guten alten Brandenburger Tor wollen wir jetzt ein bisschen mehr Pep verleihen. Und das machen wir nicht umständlich von Hand, sondern fast automatisch mit dem Filter-Plugin von Color Projects 5. Als erstes geben wir aus dem Architektur-Container das Preset kräftige Farben an, um dem Ganzen etwas mehr Pep zu geben. Und dann geht's ab in den Expertenmodus. Hier können wir mit weicher Kontrast noch ein bisschen mehr Helligkeit ins Bild zaubern. So. Und dann vielleicht noch ein Spezialeffekt. Einmal Warp bitte. Muss gar nicht so stark sein. Bisschen die Deckkraft runter. Und ab damit nach Photoshop. Ihr seht, so wird aus einem Allerweltsmotiv ein Foto, das garantiert noch keiner von euch so zu Hause hat. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß mit dem neuen Filter-Plugin von Color Projects 5.